Immer mehr Katzenbesitzer schließen für ihre Lieblinge eine Krankenversicherung ab, weil Behandlungskosten und Operationen von Katzen teuer werden können. In diesem Video testen wir für euch die Katzenkrankenversicherung Premium Plus der Barmenia. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzen leicht gemacht. Mein Name ist Ralf, ich bin Versicherungs- und Finanzmakler. Bei diesem Tarif der Barmenia handelt es sich um eine sogenannte Krankenvollversicherung. Das heißt, sie deckt nicht nur Operationsleistungen ab, sondern auch noch weitere Behandlungen. Die Barmenia ist übrigens auch Risikoträger bei der Pet Protect Versicherung und bei der Barmenia direkt. Warum ich das erwähne, dazu komme ich im weiteren Verlauf des Videos, denn da gibt es Unterschiede bei den Bedingungen, die ihr wissen solltet. In diesem Video stelle ich nun den leistungsstärksten Tarif der Barmenia vor, den Premium Plus Tarif. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Barmenia noch weitere Tarife hat, einen Basis-, einen Top- und einen Premium-Tarif. Die sind zwar günstiger, haben aber auch weniger Leistung. In diesem Video kann ich nicht auf jedes Detail eingehen, aber ich versuche das Wesentliche für euch zu nennen. Fangen wir an. Die Jahreshöchstentschädigung für die Behandlungsleistung ist unbegrenzt. Die Erstattung erfolgt zu 100%, allerdings gibt es Ausnahmen, zu denen ich gleich komme. Optional könnt ihr eine Selbstbeteiligung von 20% wählen, maximal 250 Euro je Einreichungsvorgang. Das heißt, wenn ihr eure Rechnungen sammelt und zusammen einreicht, habt ihr für alle zusammen eingereichten Rechnungen maximal die 250 Euro Abzug. Durch die Selbstbeteiligung ermäßigt sich euer Zahlbeitrag. Schutz im Ausland habt ihr übrigens weltweit und zeitlich unbegrenzt. Viele Versicherer schränken das auf 12 Monate ein. Es gibt sogar einige, die nur in Europa leisten. Wenn eure Katze 7 Tage vor dem geplanten Antritt der Urlaubsreise eine unfallbedingte Operation hat und deswegen die Reise nicht stattfinden kann, bekommt ihr Stornokosten bis zu einer Obergrenze von 1.500 Euro erstattet. Wenn ihr eine Urlaubsreise abbrechen müsst wegen einer unfallbedingten Operation eurer Katze, werden Rückreisekosten bis 1.500 Euro erstattet. Übrigens, wenn ihr die Katzenkrankenversicherung der Barmenia abschließen möchtet, würden wir uns freuen, wenn ihr dafür unseren Vergleichsrechner nutzt, den wir unten in der Beschreibung verlinkt haben. Damit könnt ihr verschiedene Tarife von verschiedenen Versicherungen vergleichen und sofort abschließen. Wie ihr den Vergleichsrechner bedient, dazu findet ihr hier ein Video. Für die digitale Verwaltung eurer Versicherung könnt ihr jetzt unsere kostenlose App nutzen und alle Versicherungen digital verwalten. Darüber könnt ihr auch die Schadenabwicklung über uns machen. Bitte schaut dazu mein Video an, das findet ihr hier oben. Dort findet ihr Informationen und wie ihr euch anmelden könnt. Weiter geht's jetzt mit dem Barmenia Premium Plus Tarif. Die Tierärzte rechnen nach der Gebührenordnung der Tierärzte ab, die GOT. Der Tierarzt kann grundsätzlich das ein- bis dreifache des Gebührensatzes abrechnen, bei Notfällen zum Beispiel an Wochenenden oder Feiertagen sogar das vierfache. Die Barmenia leistet hier bis zum vierfachen Gebührensatz und das finden wir gut, denn Erkrankungen passieren auch am Wochenende. Die Wartezeit beträgt 30 Tage nach Versicherungsbeginn, außer bei Unfällen. Da erfolgt die Leistung sofort ab Versicherungsbeginn. Wenn ihr eine Vorversicherung für euren Hund hattet, gibt es ebenfalls Ausnahmen bei der Wartezeit. Es gibt noch besondere Wartezeiten von 6 Monaten, unter anderem für Behandlungen und Operationen, wie zum Beispiel Goldakupunktur, Goldimplantation und das Einsetzen und Fixieren von Prothesen. Für weitere Operationen, wie zum Beispiel den Nabelbruch oder Entropium, ebenfalls. Wir finden es gut, dass bei der Ellenbogengelenksdysplasie und der Hüftgelenkdysplasie geleistet wird. Die besondere Wartezeit beträgt hier ebenfalls 6 Monate. Bei vielen Versicherungen ist die Wartezeit hier länger, zum Beispiel 12 Monate. Außerdem gibt es keine Einschränkung bei der Leistungshöhe, hier wird unbegrenzt geleistet. Was im Tarif allerdings fehlt, sind Leistungen für Behandlungen und Operationen vom Brachycephalen-Syndrom, das bei einigen Katzenrassen vorkommen kann, wie zum Beispiel Perser oder auch Burma-Katzen. Das ist bei der Barmenia nicht versichert. Dieser Leistungsbaustein fehlt übrigens bei vielen Katzenkrankenversicherungen auf dem deutschen Markt. Wenn ihr hier zum Beispiel einen Tarif haben möchtet, der auch beim Brachycephalen-Syndrom leistet, könnt ihr zum Beispiel die Hanse-Merkur Krankenversicherung Premium Plus nehmen. Dazu habe ich bereits ein Video veröffentlicht, das verlinken wir euch hier oben. Oder aber auch die Kleos mit dem Rundumschutz. Auch dazu habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinken wir euch ebenfalls hier oben. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Barmenia Risikoträger bei der Pet Protect und bei der Barmenia direkt ist. Bei beiden Versicherern beträgt die Wartezeit zum Beispiel für die Ellenbogengelenksdysplasie und die Hüftgelenksdysplasie 12 Monate, beziehungsweise bei der Barmenia direkt 18 Monate. Ich denke, das solltet ihr wissen. Ein weiterer Aspekt ist, den leider fast alle Katzenkrankenversicherungen auf dem deutschen Markt haben, dass die Barmenia nach Schadenfall kündigen kann. Wenigstens bietet die Barmenia bei Kündigung im Schadenfall ab dem vierten Versicherungsjahr eine Umwandlungsmöglichkeit in eine Katzenoperationsversicherung an. Viele Katzentarife haben eine Altersstaffel. Das heißt, der Tarif wird ab einem bestimmten Katzenalter teurer. Bei der Barmenia steigt der Beitrag ab dem 1., 3., 5., 7. und 9. Geburtstag. Kündigen könnt ihr nach dem ersten Versicherungsjahr täglich. Der Operationsbegriff ist wie bei vielen Katzenkrankenversicherungen so definiert, dass bei der Operation unter Narkose, Sedierung oder Lokalanästhesie die Haut und das darunterliegende Gewebe mehr als punktförmig durchtrennt werden muss.
Das heißt einfach ausgedrückt, es muss ein Schnitt vorliegen. Wenn die Unterbringung in einer Tierklinik oder Tierarztpraxis medizinisch notwendig ist, übernimmt die Barmenia die Kosten ab dem zweiten Tag, längstens jedoch für die Dauer von 30 Tagen je Abrechnungsjahr. Die Leistungen sind beschränkt auf maximal 25 Euro pro Tag. Hier gibt es leistungsstärkere Tarife auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Diagnostische Untersuchungen, genau wie operationsvorbereitende Untersuchungen, sind ebenfalls vom Tarif abgedeckt. Sollte Physiotherapie angeraten sein, werden Kosten je Indikation insgesamt bis zu 10 Behandlungen von maximal 30 Minuten erstattet. Für die veterinärmedizinisch anerkannte Behandlung mit Homöopathie, Akupunktur und Lasertherapie wird ebenfalls bezahlt. Vorsorgebehandlungen wie zum Beispiel Schutzimpfungen, Wurmkuren oder zum Beispiel auch die Kastration ohne medizinische Indikation werden bis maximal 100 Euro pro Abrechnungsjahr erstattet. Für die Kastration gibt es zusätzlich einen einmaligen Zuschuss innerhalb der gesamten Vertragslaufzeit von 150 Euro. Für Prothesen, die veterinärmedizinisch notwendig sind, werden die Kosten vom Tarif übernommen. Das gilt auch für ein künstliches Hüftgelenk. Für Prothesen gilt, wie eben schon erwähnt, eine Wartezeit von 6 Monaten. Es gibt Versicherer auf dem deutschen Markt, die hier gar keine Leistung oder eingeschränkte Leistung, wie zum Beispiel maximal 500 Euro, erbringen. Mitversichert ist auch die Goldakupunktur bzw. Goldimplantation. Die Zahnextraktion und die Wurzelbehandlung sind ebenfalls mitversichert. Auch bei der Zahnfüllung, Zahnersatz und Korrektur von Kieferanomalien gibt es eine Entschädigung von maximal 500 Euro. Kommen wir nun zum Fazit. Der Tarif Premium Plus bietet ausreichenden Schutz. Allerdings leistet er wie viele Versicherungen nicht beim Brachycephales-Syndrom. Was positiv zu erwähnen ist, dass der Tarif bei der Hüftgelenkdysplasie und Ellenbogengelenkdysplasie keine Leistungseinschränkungen in der Höhe hat und bei Prothesen wie einem künstlichen Hüftgelenk leistet und es hierfür nur eine Wartezeit von 6 Monaten gibt. Das Bedingungswerk umfasst 10 Seiten plus 2 Seiten sonstige Informationen. Schon aufgrund der Seitenzahlen ist das Bedingungswerk relativ übersichtlich. Ich empfehle euch, bei einer so wichtigen Versicherung für eure Katze die Bedingungen durchzulesen. Auch die Gesundheitsfragen solltet ihr gewissenhaft beantworten, denn sonst zahlt im Ernstfall die Versicherung nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video teilt und liked, und wir sehen uns wieder im nächsten. Ciao.